die hier sogar mal stand, zu meiner Verteidigung. Schönes Wetter heute. Zack. Und jetzt komme ich nicht mehr runter. Ich will deine Smaragde haben. Ah ja? Da ach, oben je. Kommen dann wieder 17 Undurchsichtige hin. Weil das sieht man ja eh nicht. Und hier brauche ich, glaube ich, dann die Wrench, weil sich das verbindet, genau. Dann brauche ich jetzt 4 Undurchsichtige. Wie mache ich denn die? Ich glaube, da brauche ich wieder Panzerglas oder sowas. Also verhärtetes Glas. Zack, zack, zack. Und zack. Jetzt kann ich alles droppen. Und ja. Was wollte ich denn machen? Genau, ich wollte die Impuls-Item-Dukt. Die habe ich, glaube ich, schon. Die normalen Item-Dukte, die habe ich schon. Müsste ich nur wissen, wo. Hier? Das muss ich dann jetzt wieder mit Glowstone füllen. Ja, das kann ich ja machen. Aber dazu brauche ich erstmal Glowstone. So, zack. Und du kannst das auch machen hier. Er braucht immer ein Weilchen. Obwohl er ziemlich schnell ist eigentlich. Das wird ja ewig dauern, wenn der das nicht mit der Geschwindigkeit machen würde. Das wäre ja fatal. So, jetzt geht's aber ab hier. Jetzt habe ich auch 5 Stück. Ich brauche zwar nur 4. Eins habe ich dann als Reserve. Dann kann ich das auch wieder kondensen. Ich will deine Smaragde haben. Der Schleimblock ist eigentlich absolut unnötig. So, jetzt mach ich mal. Zack. Und jetzt muss das hier gewrenched werden. Ich will deine Smaragde haben. 17 mal so viel. Und theoretisch, wenn ich jetzt die Erde hier rausnehme und das Zeug und in diesen Rucksack mach. Willst du mit mir handeln? Ich habe schon Angebote. Wer das abgepumpt? Kann man das sehen? Ganz schwach sieht man das. Und hier geht's dann rein, oder? Ich will deine Smaragde haben. Ja. 17. Das ist doch wunderbar. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Genauso sollte es sein. Und das muss ich jetzt halt wiederholen für jede Reihe sozusagen. Muss ich dem sagen, was er da genau einsaugen soll. Dann nimmt er sich das raus. Hier brauche ich jetzt Sand, Granit, Diorit und Andesit. So, hier war es Sand. Funktioniert auch schon wieder. Dann kam Granit. Das funktioniert auch. Hier kam dann Diorit. Und hier oben Andesit, wenn mich jetzt nichts mehr täuscht. So. Das sollte alles funktionieren. Sieht ganz danach aus. Ja. Dann können wir eigentlich jetzt mal hier schauen, was wir da noch haben. Nichts mehr, so wie es aussieht von den Sachen. Eigentlich bräuchte man das Dank Null jetzt dann irgendwann gar nicht mehr, weil man eben dann das alles hier sozusagen hat. Willst du mit mir? Also das Dank Null kann ich natürlich irgendwo hinstellen auch, dann pumpt das auch raus. So wird das nicht. Aber ich meine, das ist doch auch eigentlich ganz chillig, ne? Jetzt mache ich mal noch die 4.
Auch wenn das nicht meine häufigsten Blöcke sind, die ich habe. Hauptsache, die sind mal weg. Ich weiß, dass das noch... Zack. Zack. Und zack. Und zack. Dann funktionieren die jetzt auch, so wie es aussieht. Das ist doch wunderbar. Jetzt könnte ich aber auch mal anfangen mit den vier Standardholzsorten. Die können ja dann eigentlich hier hin. Ich habe zwar nicht ganz so viel von allen so, aber ich meine, es sind die Standardholzsorten, also warum nicht? Hier zum Beispiel, da ist ja schon einiges drin. Jetzt habe ich die... Ach, guck mal. Ja, noch Birkenholz. Das ist auch Eichenholz. Und dann die anderen Holzsorten noch vielleicht. Dann kann die Sägemühle mal weitermachen. Ich mache jetzt mal so. Es ist halt so dunkel, man sieht nichts, ne? Man sieht, wenn man keine Fackel in der Hand hat, sieht man gar nichts von den Blöcken, die da drin sind. Sonderangebot. Ist doch bescheuert. Dann bräuchte ich hier irgendwie Glowstone-Lampen oder sowas. Vielleicht ziehe ich hier noch so einen Rand rein aus Glowstone. Zumindest hier bei den Silos dann. So, das geht hier rein. Eichenholz. Zack, zack. Und dann kann das hier rein und er fängt auch schon wieder an zu arbeiten. Dann machen wir hier Birkenholz rein. Warum habe ich die jetzt eigentlich alle abgemacht? Ich weiß es gar nicht. Birke. Zack, zack. Rein damit. Und jetzt brauche ich... Was brauche ich denn jetzt? Brauche ich diese Storage Box hier? Ne, das ist keine, aber die nehme ich trotzdem mit raus. Storage Box mit Holz. Mach ich jetzt mal so. Da ist ja nichts drin eigentlich an Holz. Sägewerk. Du kannst rechts raus. Aber nur das rote. Nee. Beides. Und dann brauche ich jetzt wieder drei Tanks. Gehe ich aber mal noch runter und ich entleere den Teröltank in diesem... Mit mir handeln? Ich hab... In diesem. Das bringt irgendwie nicht ganz so viel. Dann mache ich mal das hier einfach. Also, das hier meine ich. Die hier. Und dann muss ich, glaube ich, gerade so machen, oder? Und dann sollte das eigentlich rauslaufen. Das dauert jetzt zwar ein bisschen, aber das ist egal. Ich habe die Zeit. So, das ist, also ich, es gibt nichts, was mich gerade so aufregt wie dieser Boden da unten. Und ich glaube, ich mache den jetzt, sonst mache ich ihn nie, ganz ehrlich. Was gibt es denn hier noch für Blockvariationen bei diesem Laborblock? Da gibt es doch diese, genau die hier. Schlüssel mir mal, wie brauche ich denn? Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich brauche jetzt wieder mein Hitback. Weil
weil ich glaube nicht, dass ich die da drin irgendwie nee, das geht ja natürlich nicht. Dann brauche ich jetzt den Bitbeutel wieder. Also, wo ist er denn? Habe ich den jetzt? Natürlich habe ich den bei den Bögen reingeschmissen. Wieso mache ich sowas? Wieso? Da rege ich mich dann in den Aufnahmen wieder auf, warum ich das gemacht habe. Und keiner weiß es, wieso ich das gemacht habe. So, jetzt machst du mal halber Block. Und eigentlich mach ich den Scheiß hier jetzt mal weg, weil der nervt mich. Wäre glaube ich besser, wenn ich die Treppe in die Richtung mache. Dann mache ich mal. Hallo. Ich weiß, dass. Ach, je. Ich will deine Smaragde haben. Schönes Wetter heute. Hast du Smaragde? Ich will deine Smaragde haben. Schleimblock, den das war einer meiner schlechtesten Ideen, die ich je hatte. Nur zur Info. So. Ah ja. Und jetzt brauche ich noch genau einen Block. Ja gut, jetzt habe ich natürlich noch einen übrig. Und jetzt komme ich gar nicht hoch, weil hier natürlich das hier ist. Ach, okay. Ja. Mein Inventar wieder absolut zum Kotzen. Also das ist wirklich absolut nervig. Mach jetzt mal so einfach. Birkenholz habe ich jetzt nichts mehr, weil ich komme ja immer noch nicht hoch. Willst du mit mir handeln? Ich habe tolle. Mach mal ein bisschen Birkenholz, dass ich mich wieder aufregen kann. Und dann. Sollen. Hier Birkenholzblätter rein. Und dann habe ich ja bestimmt die als Bit. Dann sollen die nämlich hier hin. Und die vier Dinger, die noch übrig sind, die mache ich. Ich mache jetzt mal. Ist das jetzt dein Ernst? So schnell kann es gehen. Ah, jetzt muss ich den auch wieder wegmachen. So, jetzt mach mal hier ein bisschen halblang. Kommt da dahin. Der kommt auch weg. Der kommt weg. Alter, reißt der die Dinger aus der Wand? Der ist ja komplett aggressiv gerade. Sind das jetzt alles die gleichen oder habe ich jetzt zwei Stacks? Ich habe natürlich zwei Stacks, ne, ich habe drei Stacks mit irgendeinem Schmutz. So, was soll ich denn damit anfangen eigentlich? Willst du mit. Ja gut, das ist jetzt halt absolut beschissen.